Schönen guten Tag, mein Name ist René Bichler vom Restaurant Mezzo in Wien und ich mache Ihnen heute ein schönes, luftig lockeres Sommergericht und zwar ein Sashimi vom Thunfisch mit einem Kartoffel-Wasabi-Püree. Dazu benötigen wir frisches Marktgemüse wie Sojasprossen, Zuckererbsenschoten, frischen Ingwer, Karotten, gelbe Rüben wie eingelegten Ingwer, Wasabi-Paste, etwas Butter, schwarzen Sesam und Wasabi-Nüsse, wie einen frischen Thunfisch mit Sushi-Qualität, etwas Sojasauce, etwas süße Chili-Sauce und etwas Austernsauce. Und für das Kartoffelpüree benötigen wir eine mittelgroße, mehlige Kartoffel, etwas Kümmel und etwas Salz. Sodala, zuerst beginnen wir mit dem Kartoffel fürs Kartoffelpüree. Geben wir einfach in einen Topf ein bisschen Kümmel und Salz, mit Wasser auffüllen, also so wie man es klassisch kennt, wie man es zu Hause auch macht. Wasser auffüllen und dann einfach einmal an den Herd, bis es schön weich gekocht ist. Weiters bereiten wir dieses Asiagemüse vor, bestehend aus Karotten, welche feinblättrig geschnitten werden und anschließend in feines Julienne. Genau dasselbe mit der gelben Rübe, damit das alles etwas einheitlich wirkt. Genauso die Zuckererbsenschoten und somit wäre die Mise en place für das asiatische Gemüse getan. Weiters geht es mit unserer Marinade. Dazu benötigen wir Sojasauce, etwas süße Chilisauce und etwas Austernsauce. Etwas frisch geriebenen Ingwer. Und den Schneebesen, um es gut zu verrühren. Damit hätten wir dann schon die Basis für unseren Thunfisch, um ihn dann einzubeizen. Weiters unser Thunfisch. Eine super tolle Qualität, ganz frisch. Wir benötigen jedoch nur für eine Portion eine etwas dünnere Scheibe. Dieser Thunfisch wird eben mit dieser Marinade beidseitig gut bepinselt und den lassen wir dann schön in den Thunfisch einziehen, diese Beize. Kann ruhig ein bisschen mehr sein, damit er gut mariniert ist. Ah, wie ich sehe, ist unsere Kartoffel auch schon fertig. Dann machen wir gleich weiter das Kartoffel-Wasabi-Püree. Dazu nehmen wir die Kartoffel aus dem Wasser, nehmen ein Tuch, damit man sich nicht verbrüht, schälen die Kartoffel . Stellen uns einstweil etwas Milch auf dem Herd, leicht erwärmen. So, die Kartoffel wird durchgepresst. Nun fügen wir etwas von der Wasabi-Paste dazu, etwas salzen und eine Flocke Butter. Gewärmte Milch dazu. Einfach nur mal glatt rühren. Hierbei bitte etwas mehr Milch nehmen, damit es etwas flüssiger ist, damit es vom Kontrast mit dem Thunfisch dann schön weich und in einem im Abgang ist. So, nun das asiatische Gemüse. Dazu benötigen wir eine sehr heiße Pfanne, etwas Sesamöl
die Pfanne richtig heiß ist, sieht man, wenn sich das Öl gleichmäßig gleich verteilt, sehr rasch. Und wir beginnen mit Karotten, gelben Rüben und Zuckererbsenschoten. Ganz leicht anbraten lassen. Dann können wir schon die Sojasprossen dazu. Damit sie schön knackig bleiben, erst etwas zum Schluss. Dann eingelegten Ingwer. Nach Belieben kann man natürlich auch frischen nehmen. Ich bevorzuge den eingelegten, daher der etwas süßlich im Abgang ist und das ganz gut zu diesem asiatischen Thunfisch passt. Etwas ablöschen mit Sojasauce. Etwas von diesem eingelegten Ingwerwasser. Und es soll auf jeden Fall noch sehr knackig sein, damit nicht allzu viele Vitamine verloren gehen. Ja, und dann wären wir schon soweit, um anzurichten. Etwas von unserem feinen Kartoffel-Wasabi-Püree. Dann etwas von die Wasabi-Nüsse. Unser gut mariniertes Thunfischfilet. Dann unser gutes asiatisches Gemüse. Und dann kann man nach Belieben natürlich noch mit schwarzem Sesam etwas dekorieren. Etwas mit die Wasabi. So, und es wäre vollbracht. Ein ganz leichtes Sommergericht. Viel Spaß beim Nachkochen und gutes Gelingen. Irene Bichler.